So, schöne Grüße aus dem Glossa-Zentrum für deutsche Sprache in Banja Luka. Mein Name ist Alan Stojnic, ich bin hier als Lehrkraft tätig und heute haben wir Besuch aus Deutschland, aus Bonn, Milka Seitsch. Milka, willst du dich bitte kurz unseren Zuschauern vorstellen? Hallo zusammen, ich bin Milka, ich komme aus Deutschland, aus dem schönen Bonn und ich mache hier mein Praktikum. In Bonn mache ich ein Weiterbildungsstudium muss ich Dozentin werden, Deutsch als Fremdsprache. Und deswegen bin ich hier ins Ausland gekommen und mache diese Hospitation hier im Glossa-Zentrum. Milka, wie kommt es, dass du dich für Glossa entschieden hast? Also ich hatte eine Empfehlung bekommen von meiner Familie und die haben gesagt, pass mal auf, informiere dich doch mal, hier gibt es ein Sprachinstitut, das heißt Glossa, und die haben eine sehr gute Reputation. Und dann bin ich auf eure Internetseite gekommen und dann habe ich gesehen, dass ihr vom Goethe-Institut akkreditiert seid. Und dann habe ich gesagt, Volltreffer, hier will ich hin. Und dann habe ich mich informiert, ich habe mit einer Person gesprochen und die waren einverstanden, eben weil ihr akkreditiert seid, dass ich mein Praktikum hier anbiete. Okay, so, wir hatten jetzt die letzten Wochen Zeit und Gelegenheit, unsere Lehrkräfte kennenzulernen, unsere Schüler, auch den Unterricht zu besuchen, auch teilweise aktiv mitzumachen. Kannst du uns ein bisschen von deinen Erfahrungen sagen? Also als ich hingekommen bin, ich hatte schon nur Erwartungen, weil ich gewusst habe, hier sind die Ausbildungen der Lehrer sehr gut, die Universitäten sind gut, auch die Schulen streng. Also habe ich mir gedacht, das wird schon nach Hause machen. Und dann war ich sehr angenehm überrascht, dass meine Chancen getroffen sind. Also das freut mich auch. Also ich habe hier echt tolle Dozenten kennengelernt, die echt jemand qualifiziert sind, sehr professionell. Und was mir besonders gut gefallen hat, war auch, dass die Teilnehmer hoch motiviert sind. Das heißt, also wenn ich mal so beobachtet hatte, ich hatte mal die Gelegenheit, alle Kurse zu besuchen, die es so gibt, sogar tatsächlich einen Online-Kurs an dem teilzunehmen. Also wer nicht hinkommen kann, kann einen Online-Kurs machen. Es war so, dass ich morgens schon da war, da gab es Intensivkurse von 9 bis halb 1, da habe ich mich kennengelernt. Ich habe mir Tricks verraten, wie man das so in der Praxis macht, und da kann man dazu sagen. Und dann habe ich auch gesehen, es gibt halt viele Schüler, die hier hinkommen, erwachsen, die halt berufliche Karriere im Ausland haben, im deutschsprachigen Ausland. Und was mich halt begeistert hat, war, wie sehr die Dozenten diese Teilnehmer motivieren. Natürlich haben die Teilnehmer eine Motivation, aber es liegt auch wirklich ganz viel an der Atmosphäre, die der Dozent schafft und die Beispiele, die er gibt. Und wenn man dann so im Kurs sitzt, zum Beispiel um 8:30 und man muss bis 10 durchhalten, man hat einen Arbeitstag in den Knochen. Da liegt es auch ganz viel an den Dozenten selbst, alle Teilnehmer abzuholen und irgendwie auch Fortschritte zu machen. Ich glaube, dass in den 4 Wochen, in denen ich jetzt hier war, habe ich schon gesehen, was für enorme Fortschritte in den einzelnen Kursen gemacht wurden. Und das freut mich. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, wenn jemand Deutsch als Fremdsprache lernen will, dann hier bei den Besten der Welt. So, Milka, sag uns, hast du jetzt auch etwas für dich mitnehmen können, persönlich? Also ganz persönlich, ich habe ja mein Weiterbildungsstudium begonnen und wie auch da ist, bin ich vollzeit berufstätig und ich habe lange überlegt, ob ich eben Dozentin werden soll oder nicht. Das wäre im Prinzip halt etwas, was ich dann sozusagen jetzt machen werde, berufsbegleitend. Und es ist so, dass diese ganze praktische Erfahrung mich nur in meinem Entschluss bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Ich werde jetzt nicht voll und ganz sofort als Sprachdozentin einsteigen, aber ich habe hier gesehen, wie man das selbst eben umsetzen kann, wie begeisterungsfähig Teilnehmer sind. Und man hat auch, wie gesagt, so ein bisschen Mut gefasst, dass man das selber machen kann, denn ich glaube, ganz viele Menschen unterschätzen, was ein Dozent so alles leistet, die ganze Vorbereitung für den Unterricht und auch die verschiedenen Methoden, weil nicht jeder lernt. Das heißt, man hat eine Situation, man hat ein Thema und da muss man verschiedene Arten finden, einen Zugang zu dem Teilnehmer sich zu erschließen und eben dieses grammatische Thema dann nochmal neu zu erklären, sodass alle das Thema verstanden haben. Und in diesen 4 Wochen habe ich verschiedene Ansätze gesehen und ich habe auch eben ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen und ich bin auch ermutigt worden, diesen Weg zu gehen und dafür bin ich sehr dankbar. Ich war mir nicht so sicher, ob es der richtige Schritt ist, aber
durch eben diese praktische Erfahrung hier habe ich mich auch dazu entschlossen, diesen Weg weiterzugehen. So, Rika, ich danke dir recht herzlich. Es hat mich gefreut, dich hier bei uns zu haben. Und ich hoffe, wir haben dir weiterhelfen können und dich eventuell in die richtige Richtung weisen können. Ich danke auch ganz herzlich, vor allem für die super herzliche Aufnahme, für auch die ganze professionelle Unterstützung. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, wer einen tollen Praktikumsplatz sucht, der sollte mal sich hier bewerben. Ich glaube, der wird da sicherlich einiges mitnehmen. Super, dann wünsche ich euch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.